Guten Morgen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal ein nicht so aufwendiges Video von mir, denn am Mittwoch war ja schon ein ja doch sehr aufwendiges und sehr langes Video von mir und ich muss ehrlich sagen, ich habe so viel Material vom Montag gehabt, dass ich wirklich einen halben Tag gebraucht habe, um das Video zusammenzustellen. Ich habe so viele schöne Szenen auch rausschneiden müssen, was mir auch sehr weh getan hat, aber ich wollte euch halt auch einen sehr schönen Einblick erleben lassen wollen. Und deswegen, ja, ist das Video jetzt so geworden, wie es geworden ist. Und deswegen gibt es heute auch nur ein kurzes Video von uns und ein nicht so aufwendiges Video von uns. Und ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß dabei. Als erstes zeige ich euch natürlich meine süßen Mäuse. Heute sind sie alle noch im Schlafanzug. Ich werde sie gleich umziehen. Aber ich wollte euch einfach mal zeigen, wie süß die Mäuse in ihren Schlafanzügen aussehen. Das ist so süß, wenn man sie morgens dann so sieht in ihren Schlafanzügen. Und ja, hier ist Thalia-Maus, auch in einem Schlafanzug. Ja. Hier ist Henrietta, natürlich auch in einem Schlafanzug. Genau. Und Sophia, sie hält natürlich ihren Bärchen fest. Ganz süß. Ne? Ja, das Bärchen, das magst du, ne? So, genau. Das sind meine süßen Mäuse. Genau. Und dann wollte ich euch natürlich auch nicht verheimlichen, was meine Ausbeute von dem Shopping-Tag am Montag war mit Rebonlos. Ihr habt es ja im Video schon gesehen und das wollte ich euch jetzt auch mal zeigen. Wir waren ja bei Seemann, weil Rebonlos hat ja bei sich keinen Seemann und deswegen mussten wir da unbedingt auch rein, als sie das gesehen hat, dass wir das haben. Und ich habe mir nur ein paar Kleinigkeiten mitgenommen, aber letztendlich hat sie ja sich auch zusammengeleppert. Deswegen, ja, als erstes mussten wieder Unterhöschen für Emilia mit in so einen süßen Türkis-Rosa. Das sieht sehr schön aus. Und die Maus steht ja momentan so auf Türkis-Rosa. Und deswegen mussten die mit. Ich fand die ganz süß. Für 1,99 Euro. Ja, und zwar einmal so und einmal so. Halt mit Herzen drauf. Ganz süß. Genau, die muss ich dann auch noch waschen, alles. Genau, dann habe ich Söckchen für die Mädchen mitgenommen. Ganz süß. 99 Cent. Einmal in rosa und einmal in weiß. Ja, die mussten auch mit. Weil die Mädels haben nicht so viele Socken, deswegen, ja, deswegen sortiere ich nämlich auch bei Noah und Elia aus, denn ich habe für die zwei wieder Socken mitgenommen. Wieder mal. 1,79 kosten drei Stück. Und da sind einmal so ein Uniform blau, einmal weiß-blau gestreift. Und das ist mein absoluter Favorit. Da ist ein Wal drauf. Also ein weiß und ein blauer Wal drauf. Ich habe das natürlich erstmal zweimal. Zweimal, genau. Ich lege das andere mal weg. Und das passt. Also diese Socken passen unheimlich gut zu, Moment, dieses Body. Tada! Total süß, oder? Total süß. Ich finde das ja so süß, sowieso so süß mit den Wal und so und in Blau. Das passt unheimlich gut. Ich musste die unbedingt haben. Als ich die gesehen habe, habe ich mich sofort an das Body erinnert. Oder an dem Body. Genau, an dem Body erinnert. Und ja, dann mussten die einfach mit. Genau. Das lege ich jetzt mal wieder zurück. Und zu guter Letzt waren wir ja noch bei DM drin. Und da habe ich mir jetzt mal diese Hygienetücher mit von Babylove. Ich probiere die jetzt mal aus, weil ich normalerweise totaler Sagrotan-Fan bin.
Nur von Sagrotan, die sind natürlich extremst teuer. Die kosten 1,95. Und ich habe die jetzt auch schon bei Lidl gesehen. Und da kosten die auch 1,95. Und die kosten hier 95 Cent. Und die wollte ich jetzt unbedingt mal ausprobieren. Genau. Das war meine Ausbeute von Montag. Also nur ein paar Kleinigkeiten. Aber ja, ist trotzdem eine kleine Menge geworden. Wir haben auch Post bekommen. Ich habe am Dienstag mein Postfach geleert. Ganz, ganz süß gemacht. Total süß. Und von vorne zeige ich euch das auch mal eben. Moment. So. Total süß. Vielen Dank dafür. Wenn E-Mail-Adressen drinne stehen, bekommt ihr noch ein Dankeschreiben per E-Mail von mir. Und wenn nicht, dann tut es mir leid, dann sage ich auf diesem Wege Dankeschön. Das ist auch ganz süß mit den Herzen und ja. Dann ist noch ein Brief dabei gewesen. Also vielen, vielen Dank für eure liebe Post. Das ist total süß. Ich lege das jetzt erstmal immer hier in der Kiste rein. So. So habe ich das jetzt hier liegen. Genau. Das bleibt jetzt erstmal hier drin, weil ich möchte mir noch einen Ordner besorgen, wo ich dann halt die ganzen Briefe und alles rein tue, weil das sind halt schöne Erinnerungen und die möchte ich nicht wegtun. Genau. Ja. So. Und als letzte Neuerung oder Neuigkeit, die ich euch mitteilen wollte, ist, ich habe entschieden, einen kleinen Flohmarkt einzurichten, wo ich Sachen, die bei mir angesammelt sind, die ich einfach nicht gebrauchen kann oder die einfach nicht die Größen haben, die ich brauche, wo ich die Sachen dann in dem Sinne verkaufe. Denn ich kann eben nicht alles verschenken. Das geht einfach auch bei mir nicht. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, bei eBay Kleinanzeigen einen Flohmarkt einzurichten, da ich finde, dass eBay Kleinanzeigen eine gute Plattform ist, eine neutrale Plattform ist, denn es gibt viele Leute, die haben kein Instagram und es gibt viele Leute, die haben kein Facebook. Und eBay Kleinanzeigen ist so eine neutrale Plattform. Ihr könnt euch, wenn ihr ein Produkt bei mir gefunden habt, das euch interessiert, also ein Artikel, der euch interessiert, dann könnt ihr mir über eBay Kleinanzeigen selbst über das System schreiben oder aber könnt ihr mir auch separat direkt über die E-Mail-Adresse schreiben. Ich verlinke sie euch jetzt nochmal in diesem Video. Dann könnt ihr auch hier drüber schreiben über die E-Mail-Adresse, wenn ihr einen Artikel gefunden habt, der euch interessiert und den ihr gerne haben möchtet. Generell verkaufe ich natürlich nicht an Minderjährige. Wenn Minderjährige Interesse an Artikel haben, die ich eingestellt habe, ist es kein Problem, dass ich das auf ihren Namen verschicke. Aber der reguläre Verkauf muss also über die Eltern laufen. Und da bestehe ich auch drauf. Und deswegen bitte ich da auch um Verständnis für. Genau, das war eigentlich alles, was ich heute für euch vorbereitet habe oder euch mitteilen wollte. Genau, ich verabschiede mich jetzt ins Wochenende. Ich wünsche euch allen ein wunderschönes Wochenende. Und hoffe, ihr habt alle ganz viel Spaß. Ich hoffe, ihr habt schönes Wetter und könnt das Wetter genießen. Bei uns ist es richtig, richtig kalt geworden. Und ja, ansonsten sage ich einfach Tschüss!